Jedes Jahr muss der Rettungsdienst in Köln über 100.000 Mal ausrücken. Heute erreicht Team Delta einen Notruf aus einer Zeitarbeitsfirma. Notärztin Dr. Silke Konrad und ihre Kollegen werden gleich erfahren, dass dort ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Leitstelle Köln, hallo? Ja, schönen guten Tag, Hartmann mein Name. Ich habe hier eine Kollegin, die liegt hier bewusstlos. Bitte helfen Sie mir. Frau Hartmann, ganz ruhig, wo sind Sie und Ihre Kollegin? In der Zeitarbeitsfirma, in der Kölner Straße 143. Bitte kommen Sie schnell. Frau Hartmann, wir beeilen uns. Jetzt sagen Sie uns doch bitte nochmal, was ist denn Ihrer Kollegin passiert? Ich bin aus der Pause gekommen und dann lag sie da bewusstlos auf dem Boden. Sie reagiert überhaupt nicht mehr. Okay, Frau Hartmann, das haben wir verstanden. Ich schicke Ihnen direkt einen Notarzt und ein Rettungsteam. Wenn Sie die Kollegen hören, machen Sie bitte auf sich aufmerksam und Sie können jetzt auflegen. Okay, danke. Tschüss. Kurz darauf treffen die Einsatzkräfte an der Firma für Zeitarbeit im Kölner Westen ein. Da die Kollegin des Opfers keine Angaben zu möglichen Verletzungen gemacht hat, entdecken die Spezialisten erst vor Ort, was der 29-Jährigen wirklich widerfahren ist. Dreh um. Carla heißt sie. Was ist hier passiert? Komm rüber. Was ist hier passiert? Was ist das denn? Oh, Kopfplatzwunde? Ich nehme erstmal einen Kopf. Pass auf, schneid mir erstmal ganz kurz aus. Ambo-Beutel. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Nicht, nix. Was ist das denn? Machen wir erstmal auf, was ist das? Woher kommt das Blut? Gib mir mal eine Schere, bitte. So, ich möchte ein Monitoring dran haben, auf jeden Fall ein Pulsoxy erstmal. Schau mal, was ist das denn? Ich will ein Monitoring, sofort. Was ist das denn? Mach mal weiter auf. Was ist das? Shit. Das ist eine Stichverletzung. Stichverletzung? Das ist eine Stichverletzung. Sicher? Ist sie irgendwo drauf? Moment mal, was ist denn hier passiert? Und sie arbeitet hier. Das ist unsere Kollegin. Primär sind die Kollegen natürlich hier von einem Kreislaufkollaps ausgegangen. Sie haben höchstwahrscheinlich diese Wunde nicht gesehen. Nachdem ich die Wunde im Bauch, die Stichverletzung gesehen habe, wusste ich, hier steckt auf jeden Fall mehr dahinter. Ja, ich bräuchte mal die Polizei hier dringend. Wir haben hier vermutlich eine Patientin mit einer Stichverletzung. Okay, das war ja eigentlich eine bewusstlose Patientin, die gemeldet wurde. Jetzt habt ihr noch herausgefunden, dass sie durch eine Stichverletzung verletzt ist. Ist das korrekt? Korrekt. Definitiv eine Stichverletzung. Die Polizei dringend hier zur Einsatzstelle. Ich habe Lust, hier den Gefahr zu kommen. Warte mal. Ich schicke euch die 1331. Ja, hast verstanden. Hast du mal eine Stichverletzung ca. 3 cm? Okay, Stichverletzung ca. 3 cm. Irgendein Messer. Das ist ein glatter Stich. Ist das. Ja. 3-4 cm tief. Kennen Sie einen Tobias Müller? Nein, ich mach mal jetzt nicht. Kennen Sie den hier? Den blutet nach innen. Ich hab nicht gesehen, nee. Der hat wohl einen Vertrag auslaufen, nicht verlängern. Kann das sein, dass der einen Termin mit dem hatte? Das kann durchaus sein. Können Sie das irgendwie in Erwägung herauskriegen oder sonstiges? Ich war, in Mittagspause. Okay, alles klar. Sie wollte eigentlich nur noch ein paar Sachen erledigen. Dass sie einen Termin hat, davon weiß ich nichts. Mein NDR-Fahrer hatte zufälligerweise hier den Laptop gefunden, der aufgeklappt war und hier eine Datei gezeigt hat. Im Prinzip habe ich mich aber hier um die Patienten gekümmert. Ich habe das am Rande mitbekommen, dass es hier um eine Ablehnung ging oder inwieweit hier ein Arbeitnehmer vielleicht auch entlassen wurde. Das ist für mich hier in diesem Einsatz absolut nebensächlich gewesen, sodass ich mich hier nicht drum gekümmert habe. Also sie schläft jetzt. Ja, wir mussten sie jetzt halt intubieren. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier zügig ins Krankenhaus kommen. Okay. Sind Sie denn die Arbeitskollegin? Hat sie denn Verwandte, Bekannte oder die intubieren können? Ich werde den Freund sofort anrufen. Ja, werde das klären und danach werde ich auch sofort ins Krankenhaus kommen. Also wir wissen jetzt noch nicht, wohin wir fahren, aber dass auf jeden Fall die Angehörigen benachrichtigt sind. Ja, mach ich sofort. Gab es hier irgendwelche Probleme oder sowas? Ich war noch in zwei Probleme im Zugang. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, es kommt ja nicht von irgendwoher so mit dieser Stichverletzung. Ich meine, gibt es hier denn irgendeinen Gegenstand, der spitz ist oder sowas? Das Einzigste, womit wir unsere Post öffnen. Okay. Aber der ist ja nicht hier, also ist ja nicht da reingefallen. Also, oder nein. Ist ja keine Selbstverletzung, also da müsste sie ja irgendwas hier in der Hand gehabt haben.
Also ich gehe schon von Fremdeinwirkung aus hier. Ich habe auch nichts jetzt auf dem Flur oder so gesehen, irgendeinen rumlaufen oder sonstiges. Ich bin froh, wenn die Polizei jetzt gleich hier ist. Ich glaube auch. Ich bin froh, wenn ich hier draußen bin. Eine Stichwunde kann natürlich viele Strukturen verletzen. Das heißt, wir haben hier gesehen, dass höchstwahrscheinlich ein Blutgefäß betroffen ist. Der Bauch ist bretthart geworden. Das heißt, es lag eine intraabdominelle Blutung vor. Das heißt, die Kreislaufsituation wird kritisch, sodass hier sofort operativ behandelt werden muss. Ansonsten besteht natürlich das Risiko, hier zu versterben. Doch wer der jungen Frau die Stichwunde zugefügt hat, ist völlig unklar. Und auch, ob der bewaffnete Angreifer sich möglicherweise noch im Gebäude aufhält. Die Patientin wird deshalb unter besonderer Vorsicht in den Rettungswagen gebracht. Sanitäter Manfred Klein klärt die eingetroffenen Kollegen der Polizei über die bisherigen Erkenntnisse auf. Also, folgende Situation. Bewusstlose Person wurde gemeldet. Okay. Sind angekommen, umgedreht. Bei der weiteren Untersuchung haben wir eine Stichverletzung festgestellt. Okay, das ist sie da jetzt, ne? Das ist sie. Okay. So. Dann ist mir aufgefallen, auf dem PC, da war ein Tobias Müller wohl. Ja. Okay. Der hat irgendeine Verlängerung nicht gekriegt, wie auch immer. Aha, müsst ihr okay. gleich mal selber nachgucken. Ja, okay. Ja? Gut. Okay. Das war das, was ich jetzt genau weiß. Und den Rest müsst ihr erst mal fragen. Noch eine Frage. Ja. Ist mit dem Ableben zu rechnen? Wie schwer sie ist es? Ist auf jeden Fall schwer verletzt. Schwer verletzt. Okay. Ein kritischer Patient. Gut, okay. Dann gehen wir mal rein und gucken uns das mal an. Ne? Wir hatten hier keine Ahnung, in was für einer gefährlichen Situation wir im Prinzip stecken. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es gut war, dass wir hier relativ zügig das Haus verlassen haben, da sich hier noch mehrere Vorkommnisse ereignet haben, die halt hier auch einen Polizeieinsatz erfordert haben. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist los? Was ist passiert? Was passiert hier? Ganz ruhig. Ich war einfach nicht Treppe runter, weil ich bin kurz aus der Impfung. Und dann ist jemand ganz schnell an mir vorbeigelaufen. Und das ist dabei. Ein Mann oder was? Ja, ein Mann. Frau Brecht gab an, dass sie von einer ihr unbekannten Person umgerempelt worden ist, plötzlich von hinten und unerwartet. Sie konnte auch die Person überhaupt nicht beschreiben. Das ging wohl so schnell. Auch die Richtung, wohin die Person geflüchtet ist, konnte sie auch nicht angeben. Also das war schon sehr mysteriös. Sie konnten nichts erkennen, irgendwie irgendwas, was er anhat oder sonstiges? Ich weiß nur, das ist kein Problem, sonst weil ich kenne sie gehen, nicht. Können Sie gehen? Okay. Lass uns mal runter. Wo ist denn die Kollegin? Ach, da ist sie. Genau. Können wir mal runter gucken? Wir hören irgendwie im Keller war noch was. Wir brauchen dringend hier noch einen weiteren RTW. Wir bleiben jetzt erstmal hier, ja? Bitte, wir gucken, was okay. Alles klar. Sag mal, wenn es safe ist, dass wir raus können, ja? Also, wir können nicht zu den NR1 kommen. Ja, kommen. Ich habe noch einen RTW im Nahbereich. Dann schicke ich euch direkt. Ja, das ist verstanden. Zur Info, wir haben hier eine unklare Lage aktuell. Das wird komisch. Ja, das habe ich nicht. Ich kann doch so ein Idiot sein. Sonst hat er irgendwas in der Hand gehabt oder irgendeine? Gar nicht. Nein, ja, Sie sind einfach nur ungefähr erst vorbeigelaufen oder wie oder was? Ja, genau, ich wollte gerade hier runterlaufen. Dann ist er so schnell mal vorbeigelaufen. Das ging alles so. Wohin? Welche Richtung ist denn das? Keine Ahnung. Auch nicht. Okay, gut. Alles klar. Das wird schon wieder, ja. Ich kümmere mich drum. Nee, können Sie mir gefallen, ja, da in die bitte. Ecke gehen? Ja. Weil dann weiß ich, da auf der Ecke kommt keiner. Alles klar. Okay, weil so habe ich alles hier noch im Blick. Wir haben uns entschieden, das Büro, wo die ursprüngliche Tat war, noch mal in Augenschein zu nehmen. Auf dem Schreibtisch war ein geöffnetes Laptop. Da war auch eine Datei geöffnet von einem Angestellten der Zeitarbeitsfirma. Dort konnten wir so im schnellen Überflug sehen, dass diesen Menschen gekündigt war, beziehungsweise der Vertrag war aufgehoben. Das war natürlich ein deutliches Indiz. Das könnte sich um den Täter handeln, der hier wohl offensichtlich nicht zufrieden war mit dieser Situation. Und solange der mutmaßliche Angreifer flüchtig ist, bleiben alle Einsatzkräfte in höchster Alarmbereitschaft. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann noch weitere Angestellte angreifen wird. Mithilfe des Namens erhofft sich Polizeioberkommissar Dario Kovac von der zweiten verletzten Mitarbeiterin wertvolle Hinweise zu dem Verdächtigen. Ja, komm hier hoch! Oh. Hier hoch! Erste Etage! Etage bitte! Ja, sagt Ihnen der Name Tobias Müller was? Hallo? Noch nie gehört. Wir gehen einfach mal nach oben unten, waren wir jetzt. Ja, haben wir schon geschaut. Ist der noch im Gebäude oder bist du möglicherweise. Wenn ihr Anzeichen habt, sagt uns sofort Bescheid, dann ziehen wir uns komplett zurück raus. Hörst du das? Ja, okay. Komm, wir gehen mit dir raus. Wir gehen mit dir raus. Ja, raus. Hinter mir bleiben. Hinter mir. Was soll das hier?
Ganz ruhig. Genau so ist das. Sie wissen gar nicht, was er mir angetan hat. Das ist mir egal. Ja, gehen Sie her. Alles in Ordnung. So, Sanitäter schnell. Noch ein. Bitte. Sind Sie nicht ganz dicht oder was, Mensch? Sanitäter. Wir haben den vermeintlichen Täter mit der Waffe bedroht. Das ist in diesem Fall erlaubt. Das ist Nothilfe. Er wurde aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen. Sonst hätten wir natürlich von der Schusswaffe Gebrauch machen müssen. Hätten wir auch getan, natürlich. Dem ist er nachgekommen, zwar nach dem dritten Mal. Das war aber auch wirklich seine letzte Chance. So, auf die Seite, also mal auf die Seite. Die Seite hier. So. Ja, gehen wir mal noch an. Ja. Ja. So, einmal hoch. Ja. So, warum sind Sie hier durchgedreht? Was machen Sie hier? Wir haben mich gekündigt. Ich habe über 10 Jahre für diese Teilarbeitsfirma gearbeitet. Das ist auch kein Grund. Sind Sie wahnsinnig geworden? So, raus hier. Kein Grund. Ja? Sie wissen gar nicht, was raus jetzt. Ich nehme auf die Tatwaffe, ja? Aber gar keine Ahnung. Zugang vorbereitet, recht großlumig, dass wir sofort den Zugang haben. Und dann ziehen wir mit ihm auch runter, dass wir ihn lassen. Die Tatwaffe, die muss ich mal ganz kurz mitnehmen. Habt ihr noch irgendwie die Befürchtung, dass wir weiter Verletzte sind? Oder ist er definitiv verletzt? Also, ich hab ihn hier wirklich gesehen. Ich weiß es wirklich nicht. Also. Gibt uns keine mehr. Die Spezialisten erfahren, dass die übrigen Angestellten bereits Feierabend haben, sodass nicht von noch mehr Opfern auszugehen ist. Während der Mann von der Polizei abgeführt wird, kümmert sich Sanitäter Jannik Brandner um die Halsverletzung des mittlerweile dritten Opfers. Liegt jetzt einmal gleich, ne? Damit Sie Volumenersatz kriegen und dann sehen wir zu, dass wir zügig in die Klinik kommen mit Ihnen, ja? Okay, super, danke. Ich wollte die Situation nur unter Kontrolle bringen. Ich habe ihn mit dem blutigen Brieföffner gesehen, aber der war so außer Rand und Band. Unglaublich. Also wirklich. Absoluter Wahnsinn, ja. Können wir das Vertrag nicht einmal so verlängern? Aber gehen Sie mal zurück, ja? Ich mal mit die Tatwaffe. Ihnen erstmal alles Gute, ja? Ja, danke. So, hier haben wir das sogenannte Corpus Delicti, die Tatwaffe. Mit dieser Waffe wurde die erste Person unten im Büro niedergestochen im Bauch und auch die zweite oder dritte Person oben im Büro, wo wir dann reingekommen sind, wurde am Hals verletzt. Dieses Teil ist tödlich, so wie man es benutzt. Es ist eigentlich ein Brieföffner, aber es kommt darauf an, was man daraus macht. Insofern ist es eine Waffe. Und man sieht auch hier die Länge. Das ist also, kann absolut tödlich sein. Drücken Sie mal ein bisschen mit der Hand drauf. Es ist zum Glück nicht zu tief, aber es ist natürlich schon nicht so, dass da gar nichts bei ist. Ne? Okay. Es ist eine Verletzung an der Halsschlagader. Ja, also ich bin so unter Schock. Ich merke auch den Schmerz gar nicht richtig. So, meinen Sie, Sie können mit Unterstützung eben runtergehen zum Auto? Ja, ich denke schon. Ich versuch's auf jeden Fall. Man muss sagen, dass die Verletzung von Herrn Wolters schon nicht ohne war. Jetzt sah das zwar nicht so ganz dramatisch aus, aber es ist immer noch eine Verletzung der Halsschlagader gewesen. Wenn man hier nicht sofort interveniert, besteht die Gefahr, dass das weiter aufreißt oder auch so viel Blut verloren wird, dass es dann lebensbedrohlich werden kann. Wenn das nicht geht, sagen Sie sofort Bescheid, dann holen wir lieber eine Trage, ja? Geht. Schön festhalten, die Kompresse. Du hast ihn, dann nehme ich das Equipment. Wenn Ihnen schwindelig wird, auch sofort Bescheid sagen, ja? Alles klar, ich habe alles. Nicht, dass Sie uns jetzt hier die Treppe runterrauschen, ja? Die Einsatzstelle war für uns ziemlich gefährlich. Im Normalfall wären wir wohl auch gar nicht reingegangen, wenn wir vorher wirklich gewusst hätten, was uns erwartet. Das Problem ist, in der Regel kommt man in so eine Polizeilage erst dann dazu, wenn der Täter entweder gesichert worden ist oder man kommt halt vorher dazu, bleibt dann aber klar draußen. Alles okay soweit? Ja, wir müssen jetzt mit ihm halt auch zügig in die Klinik. Ja, ist klar. Wie tief das wirklich ist, im Moment geht's. Ne? Der Typ hat offensichtlich die Mitarbeiterin unten niedergestochen. Okay. Offensichtlich wurde ihm gekündigt, so wie es da auch aussieht, was er sagt. Er wollte sich nur wehren, also totaler Spinner. Die Dame hier hat er einfach umgestoßen. Die hätte auch die Treppen runterfliegen können auf dem Weg. Ja. So, und dann, das haben Sie ja selbst bekommen. Ich habe ihn nur gesehen hier mit dem blutigen Brieföffner, habe versucht, irgendwie ihn ruhig zu halten. Ich wusste ja gar nicht, was los ist. Und habe ihn versucht, ruhig zu stellen. Dann hat er wirklich direkt angegriffen. Alles gut. Er ist jetzt sicher und er wird jetzt der Kripo übergeben. Also, das ist wirklich der Wahnsinn hier. Alles klar. So, wir gehen weiter. Ab zum Herr Müller wird strafrechtlich einiges erwarten. Wir haben hier mindestens eine gefährliche Körperverletzung, ein versuchtes Tötungsdelikt, ganz eindeutig bei der ersten verletzten Person. Und er wird jetzt der Kripo übergeben. Wir schreiben einen Einleitungsbericht und der zuständige oder bereitstehende Richter wird mit Sicherheit einen Haftbefehl erlassen. Der Täter hat den Angriff aus Wut über seine Kündigung später gestanden und muss sich wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung und versuchter Tötung verantworten.
Die Bauchverletzung seines ersten Opfers wurde im Krankenhaus in einer Notoperation versorgt. Die junge Frau konnte die Klinik eine Woche später verlassen und hat mit Hilfe einer Psychologin das traumatische Erlebnis verarbeitet.